So, meine Lieben, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich bedanke mich für den netten Kommentar, der mich darauf hingewiesen hat, dass, ich glaube, hier hinten sogar so eine komische Hake ist, womit man die Leiter runterholen kann. Und ich als Trottel nehme dann so eine Schaufel und werfe die dagegen. Mal noch kurz eine Frage vorweg, bevor wir hier weitergehen. Es gibt ja so 8 bis 9 Nebenquests oder Missionen oder was ja eigentlich mit der Hauptstory eigentlich, ich glaube, nicht so viel zu tun hat. Mal die Frage, wollt ihr die sehen oder sollen wir schauen, ob wir die Nebenstories alle machen oder wollt ihr einfach nur die Hauptstory verfolgen? Das wäre mal so eine Frage an euch, ob ihr da einverstanden seid, dass wir zum Beispiel, wir haben ja die Streifenwagen aufgehalten, die Vögel, ja okay, ich denke mal, da ist jetzt wohl nichts Besonderes, aber es gibt ja noch so ein, zwei kleine Geschichten, glaube noch, die so am Rande so parallel laufen nebenher und mal die Frage, ob ihr das sehen wollt oder nicht oder ob es euch egal ist oder wie auch immer. So, ja, hier oben angelangt. Da klebt, glaube ich, was an der Tonne. Was haben wir da dann Tolles? Das ist schon wieder so ein komisches Mordfoto. God, why are you doing this to me? Ja, warum tust du mir das an? Ja, das frage ich mich auch manchmal. So, und wie geht's jetzt weiter? Geht's da hinten weiter? Okay, aber rein kommen wir nicht. Wir kommen wohl nur darüber. Ist mal noch hier. Geht's nirgends rein? Oh nein. Und gerade jetzt muss es anfangen zu regnen, hey. Wir sind jetzt so lange hier rumgelaufen, das hat nicht angefangen und jetzt. Ah. Ja, aber da ist das Fenster da offen oder? Boah, erstmal hier wieder rüberkommen. Aber sieht doch gar nicht so dünn aus. Eigentlich können wir da doch fast normal rüberlaufen. Aber wenn der Murphy meint. So, wir können hier rein. Okay, nach oben können wir nicht. Nach unten. Okay, Murphy, dann gehen wir eben rein. Nein, nicht wieder raus. Ich wollte nur rausschauen, ob es aufgehört hat zu regnen. Hey, habt ihr schon das gesehen, was er da Tolles kann hier so? Erstmal kurz die Lage checken und dann rein. So, jetzt haben wir Murphy. Jetzt bleiben wir mal vorerst drin. Gibt's hier. Hallo! Ich laufe vom Fenster weg und er geht wieder durchs Fenster durch. Och komm, was ist denn das Tolles? Irgendwo Kreaturen oder so? Nein, nicht? Dann halt nochmal zum dritten Mal hinein. So, jetzt laufen wir erstmal ein bisschen hier vom Fenster weg. Nicht, dass wir schon wieder Zwischensequenz. Oder einfach nur einen Ladebalken. Jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen, okay. Also, gibt es hier drin irgendwas Tolles? Hier ist wieder so ein Fernseher. Ich habe so das Gefühl, wenn man den Fernseher immer anschaltet oder ausschaltet oder so, passiert irgendwas. Ich meine, das letzte Mal war ja auch so, dass wir nicht weitergekommen sind, haben einen Fernseher eingeschaltet und dann. Oh, Verbandskasten. Und dann ging es plötzlich weiter. So, sonst irgendwas. Da hinten ist noch eine Kommode. Gucken, kann man die aufmachen? Wow! Ein Fleischermesser oder eher doch den komischen Spieß, ich weiß nicht. Bin ich mir nicht so ganz sicher mit den Waffen hier. Mit den Spieß können wir vielleicht die Gegner so ein bisschen auf Entfernung halten. Kann man da jetzt was machen? Okay, den Fernseher können wir gar nicht betätigen. Da ist nichts drin. Haben wir eigentlich eine Karte für das Haus oder für die Wohnung? Ich könnte mal auf Nein schätzen. Okay, hö. Jetzt sind wir jetzt im neuen Abschnitt, okay. Aha, alles klar. Jetzt können wir hier so zwischen den zwei, sag mal, Stadtbezirken vielleicht wechseln. So, das ist noch Devil's Pitstop. Das ist noch von ganz Anfang an. Aber für die Wohnung müssen wir erst noch eine Karte suchen.
Dann laufen wir mal hier weiter. Okay, eine Küche. Okay, woher kennt er meinen Namen? Auch ein bisschen seltsam, dass der mich irgendwie kennt. Oder halt meinen Namen und irgendwie so, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Warte mal, wenn wir die zweite Karte haben. Mal ein bisschen hinzoomen. Okay, hier kann man jetzt. Ich suche mal gerade nach dem Uhrenturm, weil da müsste ja, glaube ich, der Radiosender sein. Aber. Ja, groß finden tut mir den, glaube ich, nicht. Außer da schon was da hier links oben, jetzt rechts, da irgendwie da ist was Blaues. Ob das was zu bedeuten hat oder nicht. Na, dann gehen wir mal weiter. Schon. Hallo? Okay. Wir haben hier einen Flur, aber. Das ist hier immer so. Keine Ahnung, so. So dreckig und so aussieht. Finde ich auch voll komisch. Alles so. Ja. Und auch so unbewohnt und so. Oje. Im Bad sieht es hier ein bisschen rötlich aus. Was ist denn das für eine komische Wohnung? Ein Durchgangsbad? Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Wow. Bin ich gerade erschrocken mit der Türe. Ja, die blöde Türe. So, kann man hier irgendwas machen? Ist auch mal ein toller Kamin. Bisschen klein, oder? So, was haben wir hier Tolles? Pistolenkugeln, ja, okay. Fehlt nur noch die Pistole. Das habe ich wirklich noch nie gesehen, so, dass man durchs Bad durchlaufen kann. Außerdem sieht es sowieso komisch aus, hier ist ja nur eine Badewanne. Kein Klo, kein Waschbecken. Kackt er dann immer in die Badewanne oder was? So, können wir hier was machen irgendwie? Nein, nein. Fernseher kann man diesmal auch nicht ein- oder ausschalten. Ist hier auch nichts Tolles mehr. Ui! Disco! Kommt ja jetzt langsam. Was war das? Hat sich gerade angehört, wie so ein Quietschähnchen oder so. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt ja mal langsam ein bisschen. Hallo? Ist da hinter dir jemand? Nö. Oh, ein Hammer. Jetzt besser oder schlechter? Ich denke mal, was quietschen da immer so? Wollte es gerade noch sagen, zum 50.000 Mal endlich mal wieder ein bisschen Farbe in dem Spiel. So, jetzt habe ich es endlich mal gesagt. Wenn mich an und hier komische Geräusche unterbrechen. Was ist denn das, ja? Irgendwas komisches Zeug. Aber was macht denn da so Geräusche? Das hört sich ziemlich nah an, aber. Okay, das ist ja ein Kinderzimmer hier. So ein Spielzeugauto und so. Oh, woher kommen denn die Geräusche?
Hier liegen noch so ein bisschen Taschengeld. Aber groß was Tolles gibt es hier nicht. Der Raum sieht irgendwie so ein bisschen interessant aus wegen den Lichteffekten, aber im Grunde genommen ist da auch nichts Tolles. Ja, Murphy, was suchen Sie hier drin nur? Okay, wir können nach oben oder nach unten. Hier geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Ich gehe mal zuerst nach oben. Was suchen Sie, Herr Pendleton? Okay, da war eine Tür, ich weiß. Aber hier ist irgendwas. So, was haben wir denn hier Tolles? Hey, du Scheißkerl, ich hab dich im Auge, du Junkie-Wichser. Wenn das nächste Mal etwas in meine Wohnung fehlt, kannst du darauf wetten, dass die Cops an deiner Tür klingeln. Und wenn die es nicht sind, dann bin ich es. Und mein Klopfen hat 12 Kaliber, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du also nicht deinen Arsch voller Schrott willst, rate ich dir, meine Wohnung fernzubleiben. Letzte Warnung von, keine Ahnung wer. A thief, huh? So, okay. Also hat vermutlich der da was geklaut von dem da. Theoretisch. Deshalb gehen wir mal vielleicht erst in die Wohnung von dem normalen Kerl. Wobei der eigentlich auch nicht so freundlich geklungen hat. Hoi, hier ist schon wieder so ein Durchgangsbad, aber diesmal mit Klo. Hier ist auch... Okay, ist hier auch so ein bisschen rötlich. Nur auch ein Waschbecken und ein Spiegelschrank. Ist hier ja richtig luxuriös. Okay. Schnell Lampe auf dem Boden. Und warum ist die... Oh. Mein Gott, die scheiß Türen, ey. Ich wollte gerade sagen, warum ist die Musik jetzt weggegangen? So, was Interessantes gibt es ja auch nicht. Vielleicht hier auf dem Tisch. Was ist denn das hier? Komische Hand, okay. Da die Bücher, ne? Ach, da kommen wir wieder da raus. Okay. Aber hier finden wir eigentlich auch rein gar nichts. Außer Ketchup. Und sonst war's das. Na, dann gehen wir mal hier hinein. Oh, da sind immer die Propeller da laufen, ey. Schon ein bisschen komisch. Oh, ein Feuerchen. Oh je. Oh je. Ahaha. Das ist ja mal sehr nett. Kann man da... Okay, das... Das sah jetzt ein bisschen pervers aus. Bett. Ziehen. Und wohin und warum? Ah, da ist was drunter. Schon gedacht. Was haben wir denn hier Tolles? This must be all the stuff he took.
Badersee, Medaillon, Kriegsmedaille, goldene Uhr. Genau, das ist nämlich auch wieder eine Nebenmission. Ich glaube, der Typ da ist ein Dieb. Keine Ahnung, warum er sich selbst umgebracht hat. Wir haben jetzt sozusagen seine gestohlene Ware wieder. Und wir müssen jetzt, glaube ich. Okay. Wir müssen jetzt, glaube ich, die gestohlene Ware wieder an die Plätze zurückbringen. Das Kind, das lenkt mich auch gerade gar nicht ab. Und dann haben wir eine Nebenmission geschafft. Wir. Okay, irgendjemand lauft da und weint auch noch. Ich hoffe es nicht, dass er wieder so ein Geist auf uns zukommt, wie in der einen Wohnung da. So, wartet mal kurz. Wir haben hier, ich glaube, vier Sachen, oder? Aufgehoben. Wir haben die Spardose eines Kindes in der Form eines Elefanten. Das war ja, glaube ich, in dem Zimmer mit den komischen Lichteffekten. Medaillon. Das Bild einer Frau. Okay. Purple Heart aus dem Zweiten Weltkrieg. Uhr aus massivem Gold. Ist die Frage, wo wir das alles hin tun müssen. Ich hätte so eine Theorie, wir hören jetzt gerade die traurigen Seelen von den Leuten, wo bestohlen werden, wenn das sich jetzt so normal anhört. Und wir können sie beruhigen, indem wir das gestohlene Zeugs wieder zurückbringen. Und warum wird es hier laut? Boah, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Müssen wir irgendwo die Uhr ablegen? Hier wird es immer lauter. Inventar öffnen. Hier tickt es so komisch, deshalb nehme ich mal die Uhr hier hin. Ah, an die Hand hin. Es macht richtig Angst, die ganzen Geräusche und irgendwie sieht man keinen. Aber ich habe das Gefühl, hier passiert mir nichts. Oder ich hoffe es halt mal.